Ich weiß, wieso du hier bist, Neo. Ich weiß, wieso du kaum schläfst. Wieso du alleine wohnst. Du musst genau tun, was ich dir sage. Die Box gegenüber ist leer. Los, jetzt. Bleib dicht an der Wand. Sage, gehst du bis ans Ende des Gangs und wartest dort auf meine Anweisungen und halt deinen Kopf unten. Los, jetzt. Folge dem Officer, nach rechts. Warte, versteck dich hinter dem Aktenschrank. Geh. In die leere Box gegenüber. Gut, warte dort. Folge dem Officer durch den Gang. Moment, drück dich gegen die Wand. Schau um die Ecke. Geh los, wenn alles frei ist. Jetzt entlang der Wand links. Jetzt langsam auf die Ecke zu. Was gesehen? Nein, dieser Anderson ist entweder schlau oder besonders dämlich. Vielleicht hat er sich irgendwo eingeschlossen. Ja, wenn die Agenten ihn kriegen, wird's verdammt ungemütlich für ihn. Allerdings, ich kontrolliere mal diese Gänge. Bleib du hier. Es nähert sich jemand von der anderen Seite des Gangs. Geh um die Ecke, Tom, und bleib ganz nah am Schreibtisch. Los? Hinter ihrem Schreibtisch ist ein offener Aktenschrank. Versteck dich da. Haben Sie Mr. Anderson gesehen? Anderson? Nein, aber ich werde Sie informieren, wenn ich ihn sehe. Ende des nächsten Gangs ist ein Büro. Von dort kommst du nach draußen. Beeil dich. Los, jetzt. Nach draußen? Das ist doch verrückt. Metacortex, mit wem darf ich Sie verbinden? Einen Moment. Bitte. Agent Brown auf Leitung 2. Blöde Agenten, kümmern Sie sich um meine Anrufe, bin gleich zurück. Los, jetzt. Er ist hier drüben. Da ist Anderson. Da draußen steht ein Gerüst. Geh zu dem Fenster links von dir. Über das Gerüst kommst du aufs Dach. Thank you.
Ich muss aufs Dach. Bring das Holz in den 9. Stock, wenn du fertig bist. Blöd, steckt schon wieder fest. Hey, stehen bleiben! Er ist im Aufzug. Steuerung deaktivieren. Sofort. Zum Teufel war da los? War das ein Kopf? Und wer bist du? Wie komme ich aufs Dach? Ich muss unbedingt aufs Dach. Ja, okay. Alles klar, Kumpel? Hey, was ist denn hier los? Spring, Kumpel, spring!